3, 2, 1. Hi Leute, herzlich willkommen bei der Workshop-Gang. Ja, mal was ganz Neues. Wir versuchen es mal wieder mit etwas Spielen. Man sollte ja nie erwachsen werden. Ich habe mir vor kurzem zu meinem Geburtstag so ein, ja, so als kleines Gimmick habe ich mir mal dieses Spiel gekauft. Hat mir von den Grafiken her, alles was man so gesehen hat an Bildern im Internet, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Und da dachte ich mir, okay, das könntest du dir eigentlich kaufen. Ja, ne, jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann auch genau so ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Gut, Metro Exodus. Das Exodus, das ist ja eher so, laut Alten Testament oder sowas, heißt das sogar, glaube ich, Flucht oder Massenflucht. So, und naja, gut, was das jetzt mit der Metro zu tun hat, ne, gute Frage. Wir müssen es uns einfach angucken. Es gibt irgendwie Vorgänger von dem Spiel. Ich habe natürlich nicht eins davon gespielt. Also so sieht das Ganze dann mal aus. Wir lassen uns da einfach mal überraschen, was das Schönes ist. So, also nicht lang schnacken. Wir starten das Ganze mal und gucken uns das mal an. So, da werden wir jetzt mal hier so rüberblenden. Dann werden wir hier. Oh, hoffen wir mal, es geht los. Ja, cool. Schwarz. Aha. Okay, ich kann hier hinten ein paar Schienen sehen. Also, ist wohl dann eine Metro aus der Steampunk-Zeit oder was? Laden, fortsetzen, Kapitel, DLC, keine Ahnung, neues Spiel. Also am Anfang so das Intro, das fand ich ja schon mal mega. Muss ich jetzt schon mal so sagen. Und was mir jetzt ein bisschen komisch war, dass diese vereisten Menschen und Tiere, was dort zu sehen war, das hat mich so ein bisschen an so einen Film dran erinnert, der vor Jahren mal kam, wo die Welt gefriert oder irgend sowas, also da war ja auch sowas, wo die dann so schockgefroren waren. Keine Ahnung, wie der Film heißt, aber du bist bestimmt eher das, was ich meine. So, wir gucken mal in die Option rein, was haben wir ein schönes drin. Audio. Okay, Dolby. Schilderübersetzung. Können wir uns ja mal vormerken. Sprache für Text, Deutsch, deutsche Dialoge, das ist auch gut.
Steuerung, Tastatur, bewegen. WSAD. Also so standardmäßig. Gehen, XY. Rennen, umschalten, Maus 3. Okay. Das muss ich dann testen. Waffen wird bestimmt 1, 2, 3 sein. Genau, nächste Waffe plus. Okay, ja, das testen wir dann. Und ich denke, das werden wir dann auch gesagt kriegen. Fangen einfach mal an. Wir nehmen so einen Laser. Okay, einfach. Das wäre eigentlich das Richtige für mich. Wir versuchen es mal im normalen Modus. Jahrelang nie gespielt. Aber ich erinnere mich noch an das Leben vor dem Krieg. Ich erinnere mich, dass wir anders waren und dort oben lebten, an der Oberfläche. Wir waren die Herrscher der gesamten Welt. Wir hatten gigantische Städte aus Glas und Stahl gebaut, nach Belieben die Meere überquert und auch den Himmel erobert. Wir waren einmal 7 Milliarden. Wir sind nicht für das Leben in den Tunneln geboren. Ich wurde geboren, um frische Luft zu atmen. Daran kann ich mich erinnern. Sieht irgendwie sehr russisch aus. Ausgelöscht. Nur 50.000 schafften es, im Untergrund zu überleben. Die Oberfläche ist vergiftet, verbrannt und wimmelt vor schrecklichen Monstern. Eines Tages wird die Strahlung an der Oberfläche vielleicht nachlassen und unsere Enkelkinder oder deren Enkelkinder können vielleicht dorthin zurückkehren. Zumindest glauben meine Brüder des Ordens das. Im Grunde bestand für uns von Anfang an keine Hoffnung. Trotzdem sind wir Menschen einfach zu schlecht im Aufgeben. Wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir verbündeten uns und arbeiteten daran, die Mitro zu unserem neuen Zuhause zu machen. Immerhin ist das hier möglicherweise der einzige Ort auf der Erde, an dem noch Menschen leben können. Eine Zeit lang hatten wir gedacht, wir könnten es schaffen. Doch leider hat der Krieg nicht auch unsere schlechten Gewohnheiten getötet. Es war nur ein flacher Abhang, aber wir glitten einfach hinunter. In der relativen Sicherheit der Tunnel gärte die Korruption. Und als die Gefahr von oben kam, stellten sich nur wenige von uns gegen sie. Und es wurden täglich weniger. Oh, Monster. Na, guck einen ein. Oder mir. Aber ich erinnere mich, dass wir für ein besseres Leben geboren wurden. Und ich kann nicht hinnehmen, dass ich im Untergrund alt werden und sterben soll. Es ist mir egal, wenn sie mich als Idioten beschimpfen. Aber wenn auch nur der kleinste Splitter dieser alten Welt noch da draußen existiert, muss ich ihn finden. Sieht ziemlich zerstört aus da hinten. Wenn endlose Jahre hoffnungsloser Existenz und ein einzelner Moment der Hoffnung zur Auswahl stehen, muss ich mich für die Hoffnung entscheiden.
Ich muss dieses Signal finden. Okay. Also das Einzige, was mich jetzt ein bisschen gestört hat, waren diese Monster. Also alles andere ist ja so ein bisschen real, was man sich noch vorstellen kann, aber die Monster, bin ich meistens dann nicht so dafür, aber ist eine Geschmackssache. Wir gucken es uns erstmal an. Ja, wenn wir so weitermachen, kann es bald genauso aussehen bei uns, würde ich sagen. Und das ist eine Fledermaus. Was ist los? Bitte Steuerung testen. Klar. Okay. Ich wollte jetzt nicht unbedingt schießen. Springen. Was ist das? Was denn denn? Das gibt mir da schon wieder arg zu denken, ja. Was ist das? Ich sehe hier jetzt erstmal noch nichts. Was ist denn das hier? Wer sitzt da rum? Gucken, ob man hier noch irgendwas mitnehmen kann. Was haben wir hier? Kann man nichts machen. Gucken nochmal hier, ne? Ist da irgendwas, leuchtet doch da hinten grün. Komm ich aber nicht hin. Komisch. Ich glaube schon, dass wir hier durch müssen. Und wie? Ehe. Na, ist klar. Ach, du Heiliger. Wo ist er? Ich hasse sowas. Es geht ja natürlich gut los. Hey, ein Feuerzeug. Ah. Bah, jetzt bin ich erschrocken. Hey, was ist denn das hier? Ist ein blöd. Elf Feuerzeug, okay. Müssen wir jetzt merken? Ich hab das so ein Vieh hinten hinrennen sehen. In der Richtung. Ach, na ist klar, ich muss halt wieder genau in die Brühe. Das ist wieder typisch für mich.
mitkommen. Ja, ja, alles klar. Was höre ich denn hier? Was ist das hier? Aha, cool. Ja, schick. Gibt's da noch mehr? Was ist das mit die Pilze hier? Das hört sich das total. Alter. Naja. Ich habe noch keine Ahnung, was mit dem Filter hier unten ist. Das will ich natürlich mal abnehmen. Ich höre etwas Komisches. Na, ist klar. Da war da was. Hey, seid ihr ein bisschen bescheuert hier? Du kriegst du ja. Hey. Ich bin auf jeden Fall nicht allein. Dazu ist natürlich phänomenal, ne? Nicht schlecht. Keine Ahnung, was da steht. Mein Russisch ist irgendwie nicht gerade sehr besonders. Mitnehmen können. Die Geräusche hier im Hintergrund, das ist ja irre. Ich glaube, ich muss irgendwie diesen Filter wechseln, wenn ich das so sehe. Und doch da irgendwas gesagt. Na, ist logisch. Na, herrlich. Und du? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Oh, Alter! Was war das denn? Ich bin so erschrocken. Okay. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden mit den E-Drücken. Mich da gedrückt halten? Ich gebe mal auf schnelles Laden, mal gucken. Den Feind, musst du einen Schalter machen. Gut. Also die Tipps, die sollte man sich natürlich dann nebenbei mit durchlesen. Also was ist jetzt mit dem E gewesen? E halten. Ah, jo, okay.
Okay, da muss ich hier wahrscheinlich dann auch das E irgendwo halten. Komm her. Da war doch hier jetzt hier irgendwo. Los, das machen wir jetzt nochmal. Komm ran hier. Los, komm her. Her, Mensch. Der Deckel. Boah. Ja, die Glocken sind schon genau das Richtige. Hilfe. Damit. Den haben wir tatsächlich auf uns auch erwischt. Also wenn hier ein Feuer brennt, könnte ich mir bloß vorstellen, dass wir hier nicht alleine sind. Na gut, sind wir sowieso nicht, davon mal ganz abgesehen. Aber dass wir hier auch nichts finden oder sowas, was wir mitnehmen können. Gehen wir hier durch. Ja, ist klar. Ach, haben wir noch was Größeres. Das ist meine Kondition, die ist hier drinne. Ja, logisch. Wow. Leute, da läuft der eiskalte Rücken runter. Wo ist weg hier? Ein Stückchen vorwärts hier. Auf. Los, mach die Studie raus hier. Ach du grüne Leute! Mach dich raus hier! Boah. Alter! Was macht das mit dem E hier? Das ist mal gut! Die Telepathen haben jemanden im Feuerschlag! Telepathen? Hier. Die holen dich da raus. Die Dinger stinken irgendwie. Das ist am Tjom. Tjom? Achtung, was zum Teufel? Er ist verletzt. Komm schon, Artyom. Bleib bei uns. Schlimm haben sie ihn doch gar nicht entdeckt. Ich hab schon mal einen Namen gekriegt. Sie kommen zurück. Achtung, Leute. Alter. Ja. Oh, wie nur der Held. Warum ist das Licht aus? In der Station ist es jetzt Nacht. Aber keine Sorge. Alles klar! Ich hab aufmachen! Ihnen gesagt, dass Sie ihn erwarten. Los! Ich kann laufen. Da kommt die Spartaner. Offenbar hat Artyom wieder so einen irren Ausflug nach oben gemacht. Armer Junge, er hat bei B6 wohl einen Tyrosophen zum Arzt bekommen. Wohin denn jetzt? Nach links, über den Platz! Hey Damir, meinst du, der Oberst weiß, was Artyom da oben vorhatte? Woher soll ich das wissen? Frag ihn doch selbst. Er hat sich vom Ring aus per Funk gemeldet und gesagt, er sei morgen hier. Hey, du, lass ihn in Ruhe.
Soll er doch lernen, selbst klarzukommen. Ja, dann wir sollen sonst in der Metro überleben. Halte durch, Artyom. Du bekommst jetzt eine frische Dosis Spartanerblut. Mhm. Spartanerblut. Okay. Hier sieht's nicht besser aus, würde ich sagen. Wer bist du denn? Artyom, bist du wach? Nee, ich schlaf noch. Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Ach, du machst das Sorgen. Da draußen ist niemand, Artyom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst! Hallo, Alex. Also quatschen könnt ihr hier ohne Ende. Da bist du ja, Sturmbock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Wer bist du denn? Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Ach, das ist deine Tochter. Frau? Ach, auch noch. Papa, bitte. Na jetzt aber. Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Welcher Orden? Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Guck mich nicht so an. Besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Artyom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Mhm. Das sieht mir aber eher aus wie Fleisch. Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Hm. Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Naja, sieht schon interessant aus. Ach so. Die Spartaner haben Artyom gerade noch rechtzeitig hergebracht. Ein Glück, dass sie so verdammt gut sind. Das sind sie ganz sicher. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich zuletzt so gesunde und fitte Leute gesehen habe. Ich auch nicht. Eine Schande, dass sie so viel Zeit an der Oberfläche verbringen. Ja. Artyom. Pass etwas besser auf dich auf, ja? Selbst wenn du da draußen Menschen findest, haben sie vielleicht ihre eigenen Probleme. Was ist das hier eh? Ach, da kann man Strom sparen. Das ist gut. Ha. Tja, ist leider ihre Aufgabe. Was haben wir denn hier? Aufgabe oder nicht, wenn die so weitermachen. Naja, nicht jeder hält das aus hier unten. Ja. Und warum nicht? Bis jetzt hat uns genau das am Leben gehalten. Artyom dachte, wie eine Platte mit Sprung, hätten die Jungs wie viele Kinder gibt es in der Station? Wärst du jetzt eine Witwe? Wer wird hier in 10 Jahren noch du hörst auf. In der Polis haben wir eine gemütliche Wohnung. Weit im Halb so lange durchhalten. Na Papa, du bist mir aber irgendwie ein bisschen unsympathisch. Deshalb können wir es uns nicht erlauben, unsere einfach mal die Tür auf. Genau das ist gut. Oh, ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Ja, du klar. Hast ganz schön Angst eingejagt. Ja. Wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Entschuldigung, das scheint nach einer Zeit. Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Ah ja. Aljoscha, wir waren die ganz der Alte. So? Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Kommt da. Privet, Artyom. Wegtreten. Ich gebe euch zwei Stunden, Leute. Also habe ich etwas mitgebracht. Bitte lasst uns das letzte Mal. Halte durch, Artyom. Mit was denn?
Ich wollte jetzt ein Bier trinken, wieso soll ich denn jetzt wieder durchhalten? Eine Woche später, na super. Das war wahrscheinlich ein Bier zu viel. Oh, ich bin dann schon wieder mal rausgegangen. Und? Wieder nichts? Nee. Atjom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Ah ja. Was ist das? Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Was ist das? Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Und dann? Meinst du nicht, ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben? Aber was bringen solche Fantasien in einer so stillen Welt? Sie ist still, Atjom, weil sie tot ist. Okay. Naja. Was ist Funkgerät? Die Zeit ist rum. Wir müssen die Filter wechseln. Wie macht man das? Tee. Ah, Tee, um den Na Filter los, zu wechseln. Wechsel deinen Filter. Hast du nicht schon genug Zeit im Krankenlager verbracht? Hab ich das jetzt gemacht oder ne? Ja, gut. Ich denke. Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Latsch. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Was hast du für Probleme? Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Ja klar, ständig. Siehst du diese Zerstörung? Und Moskau hatte doch die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Komm, wir gucken uns um. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag dann der Rest der Welt aussehen? Haben wir hier Schönes? Haben wir hier irgendwas? Nö, nö. Der hat seine Suppe nicht richtig aufgegessen. Ja, ist klar. Hier, Leute. Küche? Toilette. Mhm. Naja, lecker. Das rote Telefon. Perfekt. Die haben ihren Teppich an der Wand. Gucken wir mal zum Essen raus. Hübsch. Ja. Ein Fernseher. Also so rein grafisch so gut gemacht, ne? Die Tür. Ne? So, jetzt hab ich mich verlaufen. Ah, hier geht's lang. Ja, ich komm schon. Ah, gut, quetschen wir uns mal hier durch, weißt du? Eh. Also Tee war für Filter. Ich glaube, ich muss mal deine Liste. Das vergesse ich doch, ich bin alt. Sind jetzt wieder? Hör mal, vielleicht solltest du zum Orden zurückkehren. Wir könnten zur Polis ziehen. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Denn wenn nicht wir, wer dann? Eine Wohnung mit Küche und Dusche. Jetzt wollen wir uns reden. Hier sollten wir nacheinander gehen. Das ist zu instabil. Sieht stabil aus. Jetzt bist du dran. Okay. Sag mal, wie oft muss man denn hier die Filter wechseln? Tja, ich denke, wir sind aus dem Gröbsten raus. Puh. Hast du das gehört? Da hinten ist immer so weit, da ist was. Hast du das gehört? Ja, du, ne? Schon wieder? Ja, ja. Ey, komm. Ne, gescheit. Was? Alter. Vermutlich haben sie gehört, wie wir vom Dach herunterkamen und dann beschlossen, uns anzugreifen. Ah, die Mistviecher werden immer schlauer. Ja, ihr Ruf. Ab. Lass uns einen Gang zulegen. Die ganze Gegend weiß jetzt, dass wir hier sind. Ich laufe doch schon. Jetzt lassen wir jetzt weitermachen. Hinten ist sicher.
Fahrrad. Okay. Der erschreckt nur bei jedem. Hast du das gehört? Nee. Ein Rudel. Das hat gerade noch gefehlt. Ach, na super. Oh, da liegen jetzt eine Bar rum. Was sind das eigentlich für Viecher? Etwas zieht sie weg. Ein Glück, dass die Mutanten sich gegenseitig ebenso sehr hassen wie uns. Warum bin ich da oben rot? Ich verstehe wirklich nicht, warum diese Zone für Stalker verboten ist. Die Strahlung und die Viecher sind nichts Besonderes. Stopp! Das Rudel ist hier. Verwandeln wir diese Haut hier jetzt in ein Blutbad oder lassen wir sie ziehen? Warte ab! Anscheinend waren das alle. Sind ein paar zu viele. Ich bin froh, dass sie uns nicht bemerkt haben. Das war ein echt großes Rudel. Aber hier drüben steht ein Panzer, den können wir nehmen. Ist die Zone deshalb verboten? Ich meine, wegen all dieser Rudel und so? Also Frau, wir müssen uns nicht vorunterhalten. Du kannst quatschen. Ach, das wird noch nie. Warum soll ich jetzt ein Foto machen? Lichtfeld, Kamera. Brauche ich das? Auch kein Foto. Ja. Wie wäre es, wenn wir die Bahnstrecke über die Brücke überqueren? Das würde uns einen Umweg ersparen. Machen wir. Verdammt, zu hoch! Hey, Atjom, hilf mir, da hochzukommen! Komm. Und die macht Schnurf. Scheiße! Was denn? Komm schon hoch! Ja. Hey. Ich hab dich! Anna! Hast du das gehört, Atjom? Da hat etwas Großes gefüllt. Das war ein Weißer. Das ist nicht mal ein Schneesturm. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Und ich höre auch nichts. Lass uns den Funk nutzen. Ach, Atjom. Atjom, siehst du das? Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Ich sehe eine Zug. Ein Zug! Ein verdammter Zug an der Oberfläche! Wo? Und nun? Scheiße, was machen wir denn jetzt, Atjom? Sollen wir versuchen, ihn einzuholen? Sieh mal, das sind unsere Leute vom Orden. Anscheinend verfolgen sie auch diesen Zug. Schließen wir uns ihnen an. Hey, na los, kommt herein. Wie seid ihr hierher gekommen? Habt ihr dieses Ding da draußen gesehen? Und dort, na los, kommt rein. Die Schwatschen würde... Was war denn das? Habe ich jetzt eben vor die Mütze gekriegt? Okay. Basis, hier Patrouille 72. Wir haben zwei weitere Individuen aufgelesen. Eins davon ist die Tochter der... Das hättet ihr vorher feststellen müssen, Arschlöcher! Atjom, Gott sei Dank. Diese Typen, sie gehören zur Hanse, nicht zum Orden. Diese Arschlöcher. Alles die haben mir eine schöne Nummer abgezogen. Tja, dafür wird Papa ihnen den Arsch abreißen. Was ist in eurem Moskau überhaupt los? In unserem Moskau? Du sagst das so, als wärt ihr nicht von hier. Sind wir auch nicht. Unser Dorf liegt etwa 200 Kilometer entfernt von hier. Was für ein Dorf? Ihr seid nicht aus Moskau? Ein ganz normales Dorf. Wir sind hergekommen, um den Vater des Jungen zu finden. Vor etwa einem Jahr ist er nach Moskau aufgebrochen und nie zurückgekommen. Und dann wurden wir von denen hier erwischt. Du meinst, es gibt Leben da draußen? Ach, warum sollte denn da keins sein? Klar, es gibt viele schlimme Orte und Bestien. Aber wir kommen zurecht. Atjom, du hattest recht. Da draußen leben tatsächlich Menschen. Na, Sister, musst du erst oben das erklären, ne? Wir wussten es nicht. Wir dachten, wir seien die einzigen Überlebenden. Gott, wir müssen der ganzen Metro davon erzählen. Okay, gut. So viel dazu. Hey, ihr habt uns fast zum Arsch der Welt gefahren. Damit kommen sie schon klar. Okay, dann machen wir dann beim nächsten Mal genau hier an der Stelle weiter. Was machen die denn?
So, in diesem Sinne, genau. Das war jetzt mal der Anfang von dem Spiel. Ich bin schon etwas begeistert. Also ich muss sagen, die Grafik ist natürlich schon mal phänomenal. Also das ist, finde ich, total spannend, gut gemacht und vor allen Dingen, das wirkt alles so real. Naja, also das finde ich schon mal richtig gut. So, was ich sagen muss, ja, das mit den Monster, das ist ein bisschen gut, wenn da jetzt so irgendwo, was weiß ich, ein Zombie um die Ecke kommt, ist es auch nichts anderes. Aber wenn da jetzt so irgendwelche anderen Soldaten oder sonst irgendwas oder irgendwelche Piraten oder wie nennt man sie denn alles, irgendwas so um die Ecke käme, wäre es vielleicht noch ein bisschen realer. So mit die Monster und jetzt so mit die fliegenden Fledermäuse, was auch immer das darstellt. Da habe ich natürlich noch keine so eine richtige Ahnung, was das ist. Aber sonst, der Anfang war gut. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir machen dort an der Stelle machen wir dann weiter. Nee? So, ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonnabend. Bleibt gesund. Bye bye, The Workshop Gang.